Juhu! Mailbag Nummer 35. Wir haben wieder Post aus China bekommen. Mit einem kleinen Löschen. Hat gedauert. Was steht da? Man soll an dieser Linie aufschneiden. Schlitz. 8 Tage. Da bin ich mal gespannt. Was haben wir denn da? Was riecht denn da so komisch? Und noch was? Und noch was? Und das war's. Was haben wir denn da? Ah ja, fangen wir mal mit dem größten an. Habe ich mir das nicht irgendwie ein bisschen größer vorgestellt? Oh, ich habe nämlich in meinem Auto auf der Mittelkonsole, also mein Auto hat Lederausstattung. Ja, stand da so drin. Aber eigentlich ist es Kunstlederausstattung mit Lederausstattung. Die Sitze sollen Leder sein, sind auch in der Mittelbahn Leder, an den Seitenbahnen sind es nicht Leder. Da fängt es schon an, irgendwie an der einen Seite, an der Fahrerseite, wo ich dann immer, ist ein SUV, da setze ich mich dann so drauf und steige dann aus. Und ja, da ist schon Riss drin. Und die Mittelkonsole sieht überhaupt nicht schön aus. Und ich dachte, das wäre größer. Das sind jetzt hier 30. Ja, mal 30 wahrscheinlich. 30 mal 30 Zentimeter. Das müsste aber reichen. Hoffe ich doch. Die müsste ungefähr so groß sein, der Streifen da von der Mittelkonsole. Und es hat Kunstleder. Und das wird sich weggerieben. Und die Farbe passt. Und da will ich es mir jetzt einfach machen. Und das einfach rüberkleben hier. Das ist irgendwie selbstklebend. Da werde ich mal ausmessen im Auto. Das muss ungefähr so ein Streifen sein. Ich hoffe, die 30 cm reichen. Sonst muss ich da noch was dran flicken. Das wäre aber nicht schön. Muss ich mal gucken. Das Ding sollte ich vielleicht irgendwie versuchen gerade. Naja. Den Knick kriegt man doch dann nie wieder raus. Dann werde ich mir das zuschneiden, einfach draufpoppen, dann sieht es nicht mehr so schlimm aus. Kunstleder mit Kunstleder ersetzt. War nicht teuer und dann dachte ich, na, probierst du mal. Ja, ist sogar selbstklebend, hatte ich ganz vergessen. Ansonsten habe ich auch von so einem alten. Wollte ich immer mal machen, von einem alten Ledersessel, als die Chefsessel noch echt Leder waren. Ja, das waren Zeiten und nicht so Kunstlederkacke. Als die noch echt Leder waren und wenn die dann irgendwie kaputt gegangen sind. Echt Leder hält ja lange. Echt Leder ist richtig gutes Zeug. In der Gasfeder oder sowas, da habe ich mir dann das Leder rausgeschnitten und den Rest halt auf den Sperrmüll. Und ich glaube, ich habe da noch so ein bisschen. Das muss ich dann allerdings auch zuschneiden. Ist schwieriger, mit richtigem Leder zuzuschneiden. Na, das ist ja auch dicker. Die Ränder sehen dann natürlich auch entsprechend aus. Ein richtiges Leder ist dann so 1-2 mm dick. Das ist ja hier auch dünn. Ja, sonst schneide ich mir da was raus, schneide mir das zu. Obwohl das auch irgendwie bei den billigen Chefsitzeln dann so ein bisschen in Streifen drauf ist und die Streifen sind dann hinten wieder zusammen und dann wäre es auch ein Stückel Arbeit. Und ich hoffe mal, die 30x30 reichen. Könnte fast knapp werden. Und dann pappe ich mir das drauf und dann sieht es wieder gut aus. Für wenig Aufwand. Und ich glaube, es war auch nicht teuer. Wollen wir gleich mal gucken, was das gekostet hat? Da, 2,50 hat das gekostet, plus Versand. Und sieht irgendwie mehr aus. Auf dem Foto sieht das immer mehr aus oder größer aus. Müsst ihr echt aufpassen. Da bestellt man dann was und dann kriegt man das mini, 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 teeny, tiny, tiny. Und ja. Ich denke, das ist dann Regenschirm und dann ist es irgendwie Mini-Regenschirm. Oder. Ja, aber irgendwo steht schon da 30 mal 30. Das sieht natürlich viel mehr aus, ne? Leder ist natürlich nicht wahr, es ist Kunstleder. Gibt es auch eingefärbt? 25 mal 30. 25 mal 30. Steht
steht hier unter Specifications wahrscheinlich 25x30. 25x30. Und 2,50 plus Versand nochmal 2 Euro oder was ist das? 2 Euro Versand. Also nicht so teuer. Und ich habe ja. Okay, das sind 25. Und das sind die 30. Fast. Stimmt. Also in der Richtung ist länger. Muss man irgendwie zusehen, dass ich das dann irgendwo dann hier den Falz rauskriege. Warum haben sie es nicht in die Richtung ge... Da wäre es nicht so... Naja, egal. Packe ich was Schweres drauf, dann geht das. Das war Numero Uno aus... Was haben wir hier? Habe ich mir noch einen bestellt? Habe ich im vorletzten oder sowas, vor 2 Wochen oder sowas, getestet, für gut befunden, weil, erstmal ist es echt nicht schlecht, der hat weder 16 noch 16 Ampere, kann sich nicht entscheiden, steht es hier drauf, 16 Ampere, und wieder zum Schrauben und Wi-Fi. Ja, genau. Und es gibt eine App, die heißt Life. Smart Life heißt die. Von Tuju. Oder eine andere App, die heißt Tuju App. Tuya. So, Tuya Smart Reach. Smart Life heißt die. Oder ich hatte noch ein anderes, das habe ich mir jetzt schon raus. Da muss ich noch einbauen. Ja, und das ist praktisch. Das kann man hinter der Steckdose, dann kann man auch den Schalter, also hinter dem Lichtschalter kann man das reintun. Dann kann man den Lichtschalter hier verbinden, dass es immer noch ein ausgeht. Und ja, dann kommt natürlich Strom rein, Strom raus. Und dann kann ich, funktioniert mit Alexa und mit Google Dings da, glaube ich, auch. Schade finde ich immer, dass das nicht mit diesem Apple-Dings da, das funktioniert gar nicht. Da hat man eine Apple Watch, ha? Ja. Und wie schön wäre es doch, wenn man der sagen könnte, mach mal. Oder hier drauf drumdingsen und die Sachen anmachen. Aber nee, da funktioniert das leider nicht. Irgendwie mit Apple funktioniert das immer nicht. Aber die Alexa kann irgendwie immer alles. Und das Ding kann sie auch. Und da kann ich zurufen. Und das ist schon mal praktisch. Bei einer Promotion, hat nur irgendwie nur 2 Dollar gekostet. Super Schnäppchen. Super, super Schnäppchen. Und habe ich mal bestellt. Das ist vielleicht für mein Küchenlicht. Meine Neonröhre. Da finde ich immer ganz schlecht den Schalter, weil der da unter der. Das ist der Küchentisch und an den Schränken oben klebt unten drunter. Dann das. Da muss ich immer so ein bisschen fühlen, wo der Schalter ist. Vielleicht baue ich den da an und sage dann ein Küchenlicht an aus und dann macht er mir das Küchenlicht an. Mal gucken. Muss ich auch mal nochmal durchmessen, was das Ding denn so an Strom verbraucht im Standby. Ich schätze mal ein Viertel bis ein halbes Watt, so sind die anderen. Aber wenn das jetzt irgendwie gleich 2 Watt hat oder sowas, fände ich echt extrem doof, weil dann würde ich drauf verzichten. Habe ich schon getestet und angeschlossen. Und pipapo und abinstalliert vor im vorletzten. Könnt ihr euch da anschauen. Was haben wir hier noch? Ah ja, ein Smart Switch. Das ist eigentlich genau dasselbe. Das sieht diesmal anders aus. Mein anderer sah anders aus. Der hatte andere. Okay. Der sah anders aus. Also hier die Befestigungsdings war nicht dabei, das war auch beim anderen nicht dabei. Aber das ist wieder ähnlich. Ja, und das hier ist halt einfach, das ist nicht mein Kreuz, das ist mein Kreuz. Der ist zu klein. Eine Nummer größer. Ah, der passt. Ja, da waren die hier. Da waren Tütchen dabei mit den 4 Dingern hier. Ja, im Grunde genau dasselbe. Und hier die Screw-Termin, die waren da in grün, jetzt sind sie in blau. Z.
10 Ampere auch wieder nur. Der andere hat auch nur 10 Ampere. Jo, habe ich dann noch einen Ersatz. Vielleicht nehme ich auch den und behalte mir den. Weil da ist mir eigentlich lieber, gerade wenn man dann das jetzt hier darunter hat und dem Küchenregal. Und man hat hier hat feuchte Finger. Da muss ja ziemlich viel aus zusammenkommen. Man hat feuchte Finger und sucht nach dem Schalter, weil man den Schalter noch gewohnt ist und kommt mit den feuchten Fingern dann hier, die sind ja auch vertieft. Also dann da rein, da könnte man einen Schlag kriegen. Das ist hier sicherer. Außerdem brauche ich den Switch nicht. Da ist das dann komplett verdeckt. Und ihr wisst ja, mit Strom spaßt man nicht. Der kann euch lebensgefährlich umbringen, wie der Kollege immer sagt. So, das ist hier also unser Smart Switch. Und ich glaube, da war das letzte Mal hier die Tuya ab. Ne, hier ist auch wieder die Smart Life ab. Also da scheint sie. Das ist aber derselbe Hersteller. Sieht ein bisschen anders aus. Die sind jetzt hier irgendwie blau und nicht grün. Und hier sind diese Dübel dabei. Waren bei dem anderen nicht. Und diese Klebepads waren dabei nicht. Und das andere hieß Tuya ab. Und die heißt jetzt Smart Life ab. Aber bei dem anderen stand Tuya ab. Und ich habe Smart Life ab von dem schon installiert gehabt. Und damit kann ich das Ding auch pairen und schalten. So, das ist das. Da habe ich da zwei. Hey, auch $2. Ey, da kann man doch mal irgendwie dann einen in Reserve, falls man dann mal einen braucht, ne? Man darf zwar immer nur einen bestellen, aber wenn man dann mal wieder hier, man muss ja auch mal drei bestellen. Also das heißt ja drei Stück, $6. Und dann nehme ich die häufig als Füllartikel, weil irgendwann kann man die bestimmt mal gebrauchen. So, was haben wir hier noch? Das sind JST. Wie geht das denn auf? JST-Boxen. Die hat man ja mal häufiger, trifft die mal häufiger an. Und ich habe mir da auch mal welche bestellt. Buchsen abgewinkelt für Platinenmontage und Stecker, sechsfach. Und hier habe ich jetzt Buchsen. Die sind ja, das Schöne ist da immer dran, aber die habe ich nur als Sechser. Ich kann es euch mal zeigen. Mal kurz hier irgendwie rumkramen. Jetzt ist die unterste Schublade und da liegt was vor. Eine Sekunde. Nee, die hier. Da komme ich jetzt echt nicht dran. Dumm. Naja, könnt ihr euch vorstellen. Das sind steckerfertige und Buchsen. Die sind aber immer 6, weil ich dachte mit 6. Und lässt sie zur Not mal frei. Jetzt hatte ich es aber letztens. Dass da ein Fünfer drauf war, oder manchmal hat man ja auch ein Vierer drauf, und dann muss man, oder hat ein Vierer Stecker, und muss sich so ein, brauchen ein Vierer Buchsenteil, und da habe ich mir jetzt die geholt, dieses kleine Sortiment. Da gibt es die Dreier und die Zweier. Die Zweier ist irgendwie so für Strom, das wäre dann irgendwie eine One-Wire-Kommunikation und Strom, das wäre hier für ICE und 5 wäre dafür SPI und ja, mehr braucht man eigentlich nicht. Und das hier sind dann die Stecker, die dazu gehören. Also so ein 5er gehört hier dann so rein. Warte mal. Hä? Dachte ich. Ach so rum. So rum, genau. So rum. Klick. Und dann hängen die Dinge da drin und man kriegt sie wieder auseinander. Allerdings müssen die Teile dann hier diese
Diese hier. Die müssen ans Gabelende gekrimmt werden. Da kommt das Kabel da rein. Das ist meine Geisterhand. Das Kabel kommt hier reingeschoben und da rein. Und da muss man die hier mit der Krimpzange. Irgendwo habe ich vielleicht eine Krimpzange. Sonst muss das mit einer normalen Zange gehen. Und wenn man die dann hat, dann haben die wahrscheinlich wieder irgendwo einen kleinen Widerhaken. Dann steckt man die hier rein in der richtigen Polung und dann hat man da die Teile. Die Krimpzangen sind immer so teuer. Und kann man dann eine Connection machen. Das ist natürlich schön, wenn man seine Schaltung hat und hat dann zum Beispiel ein Oberteil und ein Unterteil im Gehäuse und hat dann eine, was weiß ich, eine I2C Connection, weil oben ist der Sensor und unten ist das Motherboard und die, ja, oder die Lochrasterplatine. Das sind ja hier ein Zehntel Zoll, also 0,254 mm Abstand zwischen den Pins. Dann kommt es hier auf das Board. Das kommt hier oben an mit dem Kabel an den Sensor. Dann kann ich das Ding hier verponungssicher einstecken. Und wenn ich mal beides trennen muss, dann kann ich das rausziehen. Die Teile lösen. Und dann später wieder zusammen machen. Finde ich ganz cool. Der Krimpzahn. Irgendwo habe ich noch ein ganz billiges Ding. Das ist so eine Abisolierzange mit so Krimpdingern. Vielleicht taucht es dafür. Das ist natürlich nichts automatisch. Da muss ich wahrscheinlich mit der Lupe gucken. Aber so oft brauche ich das eigentlich nicht. Häufig hat man ja auch schon irgendwelche Kabel und braucht dann eher das Gegenteil für die für die Platine. Irgendwo habe ich ja Moment, wenn ich irgendwas ernte, hole ich mir natürlich immer raus. Hier zum Beispiel, da hat man dann schon so ein Teil. Ein Dreier jetzt zum Beispiel. Weiß ich jetzt gar nicht, wo ich den her habe. Und jetzt habe ich natürlich mir ordentlich Sechser gekauft, aber die gehen hier natürlich nicht rein, weil der Abstand auch passen muss. Da kann ich mir jetzt hier so ein Dreier holen und hoffe mal, dass das passt. Gucken wir mal. Passt. Ja, und kann dieses Dreierkabel dann benutzen. Und habe jetzt hier auch dieses für die Platine dann das Teil. Und hier ist so noch ein Dreier und ist ein Zweier, der ist aber viel größer. Ich glaube, die sind irgendwie von einem. Oh, ja, da sind meine ganzen Kabel drin. Gucken wir mal, was das gekostet hat. Ich glaube, es war nicht teuer. Tja, tut mir leid, gibt's nicht mehr. Sorry, this item is no longer available. Länger ist gut, longer. Longer! War aber, glaube ich, nicht so teuer. Aber wenn ich jetzt hier irgendwie suche nach einem Shopping for GST Crimp Pliers Go. Na, dann kommen hier die Dinge. Da kostet die 20 Euro, kostet 13 Euro. Ach Gott, jetzt habe ich drauf geklickt. Mach zu. Was? Magnetic Knife Roller? Ja, okay. Da kommt die dann rein, dann wird dann gekrimpt. Warte, ich nehme mal was aus Plastik, sonst reagiert das immer. Und da braucht man hier, das für JST ist, glaube ich, das Dings da. Und da kostet die scheiß Zange 23 Euro schon. Das ist mir zu viel. Na. Ich habe irgendwie ein anderes, weiß ich nicht. Vielleicht kriegt man das auch, oder... Vielleicht finde ich auch was 3D-druckmäßig, weil so widerstandsfähig sind die nicht, dass man sich so einen Crimp-Einsatz bauen kann und eine Crimp-Zange. Ich sehe doch nicht ein, dann, das brauche ich so selten und dann 20 Euro zahlen. Was haben wir noch?
Jetzt haben wir hier noch einen. Ein Teil. Schnüffel. Mal nochmal. Oh, scharf stellen. Ah! Ja, voll. Da haben wir noch einmal. Die Zukunft ist USB-C. Das sind USB-C Adapterplatinen. Wenn ihr hier guckt, wie super klein hier die Anschlüsse sind. Das macht keinen Spaß, das zu löten hier. Das ist ja wie, die sind so nah beieinander wie bei einem 64-Pin-Mikroprozessor-Chip. Und dann nehme ich dann so eine Adapterplatine. Das kann man hier vorne rausbrechen. Denke ich mal, ja. Und dann kann ich das Dings da reinstecken. Und hier kann ich dann unter V wie Volt und G wie Ground dann mein Gerät anschließen, um es mit Strom zu versorgen. Da kommt dann ganz normale Stromversorgung rein. Hier habe ich Plus und Minus. Data brauche ich eigentlich nicht. Könnte man sogar auch machen. Brauchen wir aber nicht. Dann haben wir hier irgendwie Plus und Minus. Und dann kann ich das damit versorgen. Ganz einfach. So, und zu guter Letzt haben wir hier. Ach, da haben sie mir nur einen Meter geschickt. Oder noch weniger. Okay, das ist so klein. Aber das macht nichts. Oder nicht so viel. Ist immer noch okay. Ich glaube nämlich, das letzte Mal habe ich 2 Meter bestellt und habe auch 2 Meter gekriegt. Die sind jetzt wohl wahrscheinlich alle. Da haben sie mir nur einen Meter geschickt oder wie viel das jetzt gerade ist. Auf jeden Fall wenig. Ja. Und diesmal hat es auch nicht dieses Silikon-Coating da oben drauf. Ja, das ist wahrscheinlich 1 Meter. Ja, das letzte Mal habe ich sogar 2 Meter LEDs gekriegt. Aber das ist ja gar nicht so das Interessante. Das Interessante, das ist ja eigentlich nur der Bonus. Das ist Interessante ist, finde ich, sich auch keine Mühe gegeben. Das ist ja total schief drauf. Das guckt da ja doch irgendwie. Meine Fresse. Was haben sie sich denn dabei gedacht? Das Doofe ist natürlich, du kriegst es natürlich auch nicht mehr begradigt, ne? Kannst du jetzt hier irgendwie abziehen versuchen? Ja, jetzt klebt es natürlich nicht mehr. Totaler Fehl. Wie kann man das nur so hässlich schief da drauf kleben, oder? Der Gag an dem Ding ist. Oh, eine Powerbank. Dass man mit einer Geste. Na? Oh, also wenn das jetzt nicht funktioniert, ist doch kacke. Das liegt wahrscheinlich an dem vielen Licht. Na, jetzt funktioniert doch. Man kann das mit einer Geste einschalten und wieder ausschalten. An, aus, an. Aus, wie die Jedi-Ritter. Und dann, das braucht fast nichts, die Schaltung. Und dann wird von die 5 Volt von hier, wenn das Ding ist, durchgeleitet. Das kann man natürlich jetzt hier mit so einem LED-Streifen. Das ist, schmeißen wir gleich mal weg, den Dreck hier. Mit so einem LED-Streifen bewerkstelligen. Ich meine, den kann man da anschließen. Oder man kann auch ein anderes Gerät anschließen. Und wenn man das dann einschalten will, macht man so. Und dann ist es eingeschaltet. Und das letzte Mal habe ich sogar 2 Meter da drauf gekriegt. Diesmal ist es nur noch 1 Meter und schlecht aufgeklebt. Also, hey! Man kann nicht immer einen Jackpot ziehen. Ist halt jetzt irgendwie ein bisschen. Ich finde nicht mehr so ganz toll. Es sei Ihnen verziehen. Dafür habe ich, ich glaube, ich habe da schon 2 von und die sind besser.
Einen habe ich schon verbraucht, einen habe ich. Jetzt habe ich den noch und ja. Die Teile zum An-, Ausmachen, berührungslos sind schon irgendwie cool. Vielleicht kriege ich da noch mal einen. Ich glaube, der hat, ja, der hat mich auch nur $2 gekostet. Genau. Ja, das war's. Mir ist da nicht drin im Mailbag diesmal. Hier sind also das Teil. Hier unsere JSD-Sticker. Die kann man gebrauchen. Gibt es leider nicht mehr zu bestellen, aber ich glaube, das war auch Promotion. Ich glaube, das ganze Ding war Promotion. Das war dann irgendwie auch für 2, 3 oder 4 Dollar. Die Dinger werde ich auf jeden Fall gebrauchen können. Die waren 2 Dollar. 10 Stück, also ein Stück 20 Cent. Finde ich okay. Dann muss ich mal gucken, ob es lang genug ist. Und hier, unsere Kollegen sind sehr praktisch. Und auch günstig gewesen. Und einen habe ich mir, davon habe ich schon einen rausgelegt, um meinen Sonoff zu ersetzen. Alles klar, das war's für diesen Mailbag. Und würde mich freuen, wenn wir uns dann bald wiedersehen. Bei irgendeinem von meinen Elektronik-Videos oder beim nächsten Mailbag, wenn da mal wieder was reinkommt. Macht's gut, bis dann. Tschüss.